herzlich willkommen zu Explosiv Weekend und damit gleich zu einem Rausschmiss, bei dem einer unserer Reporter vor die Tür gesetzt wurde. Es ging um das Thema Tagegeld im EU-Parlament. Es ist ein offenes Geheimnis, dass sich einige Abgeordnete das Geld völlig zu Unrecht in die Tasche stecken. Sie erscheinen brav um 7 Uhr morgens, lassen sich kurz registrieren, sichern die 284 Euro und sind dann wieder weg. Warum das so ist, wollten wir wissen und nachhaken. Schließlich kann ein EU-Abgeordneter, der sich klug anstellt, mit allen Zuschüssen fast so viel verdienen wie unsere Bundeskanzlerin. Thomas Mayer unter anderem über Volksvertreter, die die Flucht ergreifen. Sie sehen eine Szenerie, die wir niemals für möglich gehalten hätten. 7 Sicherheitsbeamte des EU-Parlamentes setzen unseren Reporter vor die Tür, obwohl er akkreditiert ist und sich völlig korrekt verhalten hat. Das ist ein beispielloser Skandal, dass Sie ein Fernsehteam so an der Arbeit behindert. Der Eklat von Straßburg. Unser Reporter wird rausgeschmissen und zuvor flüchten Abgeordnete vor unserer Kamera. Und das alles nur, weil wir sehen wollten, ob einige Abgeordnete immer noch abkassieren. Sie bekommen so viel Geld wie keine anderen Politiker, EU-Abgeordnete. Egal, ob sie da sind oder nicht, gibt es Diäten in Höhe von 7.339 Euro. Zusätzlich bekommen die Parlamentarier eine steuerfreie Kostenpauschale von 3.980 Euro plus 284 Euro pro Sitzungstag im Parlament. Macht im Monat bei durchschnittlich 12 Sitzungstagen noch einmal mindestens 3.408 Euro netto. Macht zusammen 14.727 Euro im Monat. So, dass unterm Strich ein durchschnittlicher Europaparlamentarier netto mehr Geld verdient als die Frau Bundeskanzler Merkel. Da stimmt was in der Leistung nicht, da stimmt was in der Verantwortung nicht. Und man will es natürlich verstecken vor den Wählern und darum hat man es ja so ungern, wenn man hier ein bisschen genauer hinschaut. Genau das haben wir gestern Morgen getan. Seit Jahren heißt es, dass einige Abgeordnete sich zum Beispiel freitags früh in die Anwesenheitslisten eintragen, um noch einmal Tagegeld zu kassieren und dann abreisen. Und tatsächlich, um 6:45 in der Früh entdecken wir diesen Abgeordneten mit Koffer vorm Parlament. Sind Sie nur hier, um sich nochmal einzutragen, das Geld mitzunehmen? Das geht Sie nichts an. Oben vor dem Büro, in dem sich die Abgeordneten in die Anwesenheitslisten eintragen können, eine ganze Schlange von Abgeordneten mit Koffern. Zum Beispiel die irische Abgeordnete Cathy Sennett. Sie droht mit Klage, je nachdem, wie wir über sie berichten werden. Ich wäre an Ihrer Stelle sehr vorsichtig, was Sie senden über mich sagen. Ich habe jetzt um 7 Uhr schon 7 Stunden gearbeitet, sagt sie. Aber für eine Nachtschicht im Parlament ist das Tagegeld von 284 Euro nicht gedacht. Dutzende Abgeordnete tun es und tragen sich morgens um 7 in die Anwesenheitsliste ein. Es ist 7 Uhr morgens, was machen Sie hier mit Ihrem Koffer? Nun, ich habe in meinem Wahlkreis heute noch zu arbeiten. Aber dafür ist das Tagegeld doch gar nicht gedacht. Anderen Abgeordneten scheint es so unangenehm zu sein, dass wir sie beobachten, dass sie es vorziehen, sich nicht in die Anwesenheitsliste einzutragen. Sie kommen aus dem Aufzug, waren sie auf dem Weg, sich für das Tagegeld einzutragen? Und verlassen die Etage schnell wieder, ohne Kommentar. Warum laufen sie weg? Schämen sie sich dafür, dass sie sich hier eintragen wollten? Diese Abgeordnete aus Deutschland werden Sie in wenigen Augenblicken kennenlernen. Kurz zumindest. Hiltrud Breyer von den Grünen. Kommen Sie doch rein, was ist denn das Problem? Ich finde es unverschämt. Warum ist das denn unverschämt? Haben Sie ein schlechtes Gefühl, sich jetzt hier gerade ein... Überhaupt kein schlechtes Gefühl. Warum sprechen Sie nicht mit uns? Sie sind Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Hiltrud Breyer will ihr Gesicht nicht zeigen und verlässt über die Treppe die Tagegeldetage, ohne sich in die Liste einzutragen. Morgen, Frau Gebhardt, Meyer ist mein Name, RTL Fernsehen. Ja. Warum haben Sie sich jetzt hier eingetragen? Weil ich hier noch arbeite heute hier, ja. Aber jetzt ist das ja eigentlich nur Geld für Tage, wo auch tatsächlich abgestimmt wird im EU-Parlament. Also ich arbeite hier im Europäischen Parlament, ich habe noch vieles zu tun. Ich habe eine zusätzliche Übernachtung gehabt.
Und es ist ein normaler Tag, ein normaler Arbeitstag für eine Abgeordnete. Wir arbeiten ja nicht nur, wenn wir abzustimmen haben im Parlament, sondern wir müssen unsere Dossiers ja auch vorbereiten. Aber dafür bekommen Sie ein ganz normales Gehalt, was ja, ist auch nicht so schlecht ist. Nein, also ich bekomme mein Gehalt, das ist richtig. Aber ich bin hier und es ist zulässig, dass ich hier unterschreibe und dann mache ich es auch. Das heißt, man nimmt das mit, was man bekommen kann. Ist das der Gedanke, der dahinter steckt? Nein, ganz bestimmt nicht. Nein. Also ich bitte Sie. Haben Sie uns gesehen? Der hätte schon längst geschafft. Nachdem wir 2 Stunden lang beobachten konnten, wie Abgeordnete abkassieren, taucht der Sicherheitsdienst des Parlaments auf, will, dass wir aufhören zu drehen. Okay, Mr. Martin. Wir dürfen auf dem Flur drehen. Trotzdem passiert kurz darauf das Unfassbare. Der Generalsekretär des EU-Parlaments ordnet an, dass wir das Gebäude verlassen müssen. Ich darf hier filmen. Ich darf hier filmen. Ich möchte jetzt gerne mit jemandem von der Pressestelle sprechen. Nein, nein, nein. Ich protestiere auf das Entschiedenste, dass Sie hier die Arbeit eines freien Journalisten... Der Verweis unseres Reporters aus dem EU-Parlament. Er scheint zu zeigen, wenn es ums Geld geht, setzen die Volksvertreter ihre eigenen Prioritäten. Dann muss offenbar auch mal die Pressefreiheit zurückstehen.